Zu den ältesten Verkehrsträgern der Stadt gehört die Straßenbahn. Auf einem Liniennetz von über 300 Kilometern werden heute jährlich rund 170 Millionen Fahrgäste befördert. Der Wagenpark besteht aus 3 Fahrzeugfamilien. Noch aus DDR-Zeiten stammt die Bauart Tatra. Ab Mitte der 90er Jahre sind diese niederflurigen, dreiteiligen Gelenkwagen unterwegs. In verschiedenen Lieferserien sind Einrichtungs- und Zweirichtungsfahrzeuge in Betrieb gegangen. Seit 2008 rollen neue mehrteilige Züge verschiedener Bauarten durch die Stadt. Sie hören auf den Namen Flexity Berlin. Zug um Zug sollen sie die alten Tatras ablösen. Zu den weltweit größten Netzen gehört die U-Bahn. 146 Kilometer lang mit 10 Linien und 173 Bahnhöfen. Unterteilt in Hoch- und Untergrundbahn und in Klein- und Großprofil. Zu den ältesten Strecken zählen die Kleinprofillinien. Die erste ging 1902 in Betrieb. Heute fahren dort die Kleinprofiltypen HK, G1 und A3. Der Typ G1, intern auch Gisela genannt, stammt noch aus DDR-Zeiten. 1989-90 wurden die letzten von ihnen in Dienst gestellt. Der Nahverkehrsträger überhaupt ist die S-Bahn. In den letzten Jahren leider zum Sorgenkind geworden. Sparzwänge haben das einst modernste Verkehrsmittel der Welt runtergewirtschaftet. Die DB steht vor einem Scherbenhaufen. Mühsam müssen die Wartungsmängel der letzten Jahre aufgearbeitet werden. Zur Bauart Oranienburg gehört der Schlepptriebwagen Jumbo. Der Stadtbahner mit seinem markanten Gesicht. Neubau Ost, die Baureihe 485. Neubau West, die Baureihe 480. Das Sorgenkind, die Baureihe 481. Unterwegs ist ein Stadtbahnzug verschiedener Epochen. An die Anfänge wird mit diesen Wagen erinnert. Die blaue Farbgebung kennzeichnete einst die 2. Klasse. Beschildert mit der Zuggruppe 2, bis zum Mauerbau 1961 zwischen Teltow und Bernau unterwegs, macht sich der alte Zug wieder auf den Weg. Und abfahren. Schon lange Tradition hat die sogenannte Weihnachts-S-Bahn. Festlich geschmückt rollten sie in der Adventszeit durch die Stadt. Schulklassen und Kindergartengruppen waren die Gäste. Leider sind diese Bilder bereits Geschichte. 2009 fuhr der letzte Weihnachtszug. Auf Gleis 4 der Weihnachtszug in Richtung Gesundbrunnen für Kitagruppen.